Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit den neuen Gastherausforderungen dieser Woche. Paton, Ellen, Kurisu und Fischl. Fangen wir mit Ellen an. Sie ist ja selbst eine spielbare Karte. Und ja, eigentlich muss man die Gastherausforderungen gar nicht mehr wirklich machen. Also ich muss sie jetzt schon noch machen, um Level 10 zu erreichen. Kartenbeschwörer Stufe 10. Aber an für sich ist es eigentlich egal. Also irgendwann kann man die theoretisch einfach lassen. Aber meine persönliche Vermutung ist, dass sie halt schon weiter neue Beschwörer, also es sind ja noch nicht alle Figuren als Kartenbeschwörer registriert. Und es gibt ja auch verhältnismäßig wenige Karten eigentlich, wenn man sich mal so alle Karten anguckt. Das sind, keine Ahnung, von jeder Art gerade mal so 30 oder so. Also ziemlich wenig, meiner Meinung nach. Und entsprechend ist die Wahrscheinlichkeit schon extrem hoch, dass sie zwangsläufig neue Karten releasen werden. Und naja, dann gibt es natürlich neue Gründe, um wieder Münzen zu verdienen oder halt generell einfach wieder weiterzuspielen. Was halt aktuell vielleicht nicht unbedingt der Fall ist. Genau. So. Das soll eigentlich nicht besonders schwierig sein. Weil es mit dem Hydro-Attribut ist schon ein bisschen ätzend, aber gut. Gibt Schlimmeres. Und dann ziehen wir noch zwei Karten. Yeah. Was bei Sprießen nochmal erhöhter Damage, oder? Wenn man das nächste Mal Dendro benutzt. Mist. An der gibt es Zusatzeffekte. Ich nie die Würfel bekommen, die ich brauche in letzter Zeit. Also in letzter Zeit ist echt nicht gut. Gerade so. Bei Pyro oder Elektro erlittener Schaden plus 2. You know a thing or two. Ja, wechseln wir auf Jolmir. Der hat zwei Runden jetzt aufgeladen, oder was? Lol. Das hat nicht als Angriff gezählt? Der kann noch zweimal angreifen. Der greift jetzt noch zweimal an. Was? Hä? Ja, das ist ja cheating. That's cheating. What the hell? Seine Spezialfähigkeit ist quasi zweimal nichts zu machen und dann greift er an, ohne dass er das Angriff zählt. Das ist ja mal mega unfair. Okay. Jetzt brauchen wir hier einfach nur Pyro. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Ja. Ah, was? Was? Das... Alter. Das war Pyro und da wurde es einfach umgekickt von einem anderen Würfel. Das ist ein Witz. No escape. Finally, I... No. See no more. Ich hoffe, ich bin noch mal dran. Sechs Schaden wird er nicht machen. Also für eine random Gastherausforderung ganz schön stark. Weil man natürlich sagen muss, man weiß ja vorher nie, gegen wen man spielt. Und eigentlich ist das auch das falsche Deck, weil gegen so vier Gegner oder so, du kannst ja normalerweise gar nicht gegen vier Gegner antreten. Gegen vier Gegner würde ich eigentlich immer mein Überladen-Deck nehmen, weil ich dann ein Vier zeitgleich Schaden machen kann. Und das ist in der Situation meiner Ansicht nach zumindest deutlich besser. Aber zum E gewonnen. Zusätzliche Herausforderungen gibt es ja keine, oder? Nur einfach nur gewinnen. Bam.
Und Kartenbeschwörer Stufe 10. Könnten wir jetzt machen. Aber heute machen wir erstmal alle Gastaufträge fertig. Genau. Dann Fische wartet bis zum Schluss. Machen wir als nächstes Paton. Ich nehme mal mein Überladendeck, weil ich nicht weiß, was der hat. Nicht, dass das wieder so ist. Mit mehreren Gegnern oder so. Geht's ein bisschen schneller vielleicht. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Ja, jetzt hat er nur 3. Das war ja typisch. Aber ich meine, gut, 3 ist ja trotzdem 3. Oh, was ist das hier? Zu Beginn Pyro-Attribut, okay. Ja, das ist nicht so cool. Neues. Das ist perfekt. Ja, Pyro-Attribut ist nicht so schön. Ach, jetzt hat sie ja gar... Ach so. Ja, das cancelt halt meine komplette Combo. Ich bin auch so ein Idiot. Ja, das... Meine Güte. Tja, soll ich jetzt zurück auf Mona wechseln? Oder wird das wieder Pyro-Attribut? Aber hat er nicht seine Elementarfähigkeit gemacht? Wieso hat sie Pyro-Attribut auf sich? Er hat doch seine Elementarfähigkeit gemacht. Weird. Na egal, ich wechsle trotzdem zurück auf Mona. This is destiny. Also eigentlich hätte das Pyro dürfte... Achso, nein, weil es Pyro und Pyro ist. Natürlich, ich bin ja auch ein Idiot. Na, passt schon. Ja, es ist Pyro und Pyro, natürlich. Bleibt ja. Mein Fehler. Na ja, gut, wir haben Doppelpalmon auf der Hand. Das heißt, schlechte Würfel können uns nicht so viel antun. Aber es ist natürlich trotzdem gut, wenn man gut würfelt. Dann kann man sich Doppelpalmon aufheben. Passt. Gut. Shadows of Fate. I see through you. I see through you. Let's go. Time is against us. Okay, wir haben es verstanden, Kollege. Ja, Moment mal, wieso hat denn der Typ zwei Dinge... Ja, Moment mal. Hä? Wieso hat denn der seine Spezialfähigkeit voll aufgeladen? Der war doch noch gar nicht dran, oder? Wann ist das denn passiert? Weird. Naja, der darf seine Spezialfähigkeit nicht machen. Ich mache aber keine 4 Schaden, leider. Karte ziehen. 5 Schaden mache ich. Mist. Ah, stimmt. Pyro und Elektro lässt ihn ja abs... Ah, ja. Oha. Das ist ein Double KO. Wir haben hier ein Double KO, Leute. Nice. Gegner erhält die Vorhand. Ja, ist egal. Ja, ist egal.
Wir haben es oder so gewonnen. Kishing ist tot, da kann man nichts mehr machen, weil er hat seine Spezialfähigkeit. Das ist nun mal so. Dann wechseln wir einfach auf Mona. An eye for an eye. Right idea. Wrong time. Hey, Moment mal, wieso hat er kein Hüte? Wait, what? Okay, wir haben vielleicht doch noch nicht gewonnen. Hä, wieso hat er kein Pyro-Attribut mehr? Er hat sich selbst das Attribut genommen. Der verdammte Cheater. In the name of the Princessin. In the name of the Princessin. By royal decree. Na gut, gewinnen wir durch Passives. Oder wobei, tötet Oz ihn? Ich glaube schon, oder? Ja. Nee. Nee, tut er nicht. Ey, das gibt's ja nicht. Unnötig, Alter. Echt unnötig. Wow. Daneben jetzt. Der war nervig. Das war unnötig lang. Dann noch Corizo, der irgendwie jede Woche bei der Gastherausforderung dabei ist, habe ich das Gefühl. Ayaka, Yoimiya, Shingsho. It is as the stars foretold. Was passive Fähigkeit? Ach ja. Wow, fast perfekte Startwürfel. Ach, hier ist das gleiche wieder mit dem Pyro. Lol. Wieso das denn? Boah. The threads of your fate lie in my hands. Ach, ich hab vergessen, Liu Su auszuspielen. Hoppla. Mist. Kann nicht mehr wechseln. Höchstens unter Einsetzung dieses Blitzes. Zack und bam. Timmy. Das ist aber gar nicht so gut, weil ich bin ja gerade official. Was mache ich? Wechsle ich zurück zu Mona? Oder lasse ich sie wechseln? Aber ich will gar nicht, dass sie auf Shingsho wechselt. Na, egal. Dann zurück auf Mona. Shingsho ist doppelt gerüstet. Uff, das ist nicht gut. Ja, oder auch nicht zurück auf Mona. Zade! Er hat noch 5 Dinger. Dann mache ich das hier und das hier. Time for a light show.
Und Elementarfähigkeit oder was? Ich bin zuerst dran. Wenn ich nochmal Ost mache, kann ich ihn wechseln lassen. Aber dann gibt mir wenigstens auch so viel, dass ich dann direkt meine Spezialfähigkeit einsetzen kann. Ach man, ich kann nicht mal Ost einsetzen ohne Hilfe. Schlecht gewürfelt, aber ich muss es machen, weil sonst macht er seine Spezialfähigkeiten. Dann sieht es gar nicht mehr so gut aus für mich. No rest for the wicked. I had no choice. Jetzt wechselt aber sie bestimmt, oder? Nee, sie bufft Ayaka. Wow. Sie hat Fischl einfach gewone-shottet. Das ist jetzt ein absoluter Baller-Move von mir. Jetzt haben die beiden noch ein Leben. Meine Kejing hat einfach noch 10 Leben. Oh. Okay, da hat sie mich genutzt. Tusch, meine Liebe, tusch. Aber das wird jetzt trotzdem Double KO. So viel gebracht hat dir das definitiv nicht. Es ist so nervig, wenn Würfel andere Würfel, die schon ruhig liegen, umwerfen und dann quasi was anderes kommt. Das nervt mich am meisten. Das ist eh komplett RNG und wahrscheinlich vorher schon festgelegt, aber... Naja. Ey, jetzt hat sie... Ach so, wow, okay. Standardangriff. Das wirst du bereuen, junger Mann. I have taught you everything I know. Also gefühlt hat die irgendwie viel zu viele Kristalle. Die spielt nichts aus, was irgendwie Würfel bringt. Aber sie hat immer, wenn ich gucke, hat sie noch 70.000 Sachen, die sie machen kann. Das hat sie mich echt eingefroren. Ich glaube, ich spinne. Also sie kann eigentlich nichts mehr machen. Sie hat keine Karten auf der Hand, nur zwei Dinger. Gewonnen. Wow. War aber auch gefühlt kein gutes Deck gegen sie, gegen ihn. Vielleicht hätte ich ein anderes Deck, nehmen sollen. Ja gut, und dann noch Fischl. Gegen Fischl nehme ich das Deck. Yoimiya Bennett Ching Show. Interessante Starthand. Ja. Are you going to hold a festival? Gastherausforderungen sind unverhältnismäßig schwierig. Irgendwie. Weil das eigentlich die gleichen sein sollten wie die Einladungsherausforderungen. Sehr Timmy.
Noch eine Karte auf der Hand. Puh. Ja, wechseln wir jetzt irgendwie klug. Eben, Gegner hält die Vorhand. Hab schon wieder Ost vergessen. Ups. Na gut, aber Yoimiya wäre fast tot, wenn sie jetzt so eine Elementarfähigkeit abbekommt. Wäre wahrscheinlich sogar tot. Ach, wobei Zhanglings Elementarfähigkeit macht nicht direkt Schaden. Aber egal. Aber habe ich Elektro aufgehoben. Ups, das war noch wegen dem Duell davor. Hoppla. Das war nicht klug. Eingewechselte Figur ist Fischl? Aber als ob sie wüsste, dass ich meine Elementarfähigkeit nicht machen kann. Achso, ich bin doch so dumm. Sie hat doch Pyro. Ich hab Elektro auf mir. Meine Güte, ey. Ach. Kann man nur so harte Missplays machen. Sie wollte unbedingt wieder ihren Oss aufs Feld bringen. Dafür bringen wir Fischl runter vom Feld. Easy as that. Okay, sie kann nicht mehr angreifen, er hält aber die Vorhand. Ich glaube, das ist aber egal. Bleib jetzt mal auf Bandit und macht dann seine Spezialfähigkeit. Das ist jetzt ein Gamble, aber drei reichen mir eigentlich. Ach, Glück gehabt. Ah ne, Bennett kostet vier. RIP. Na gut, hat sich eh erledigt. Das hat sich eh erledigt. Ich glaube, dann spiele ich tatsächlich eine Paimon-Karte aus. Und wir vernichten vielleicht nur die Beschwörung. Man muss ja die Reaktion ja nicht schenken. Das muss ja wirklich nicht sein, du. Wieso bin ich eigentlich nicht mehr dran? Kriege ich eigentlich auch mal wieder die Vorhand vielleicht irgendwann? Oh, nevermind. Ich dachte gerade, da stand dein Gegner hätte die Vorhand. Keine Ahnung, was ich da gerade gelesen habe. Also ich hätte schwören können, dass das da gerade stand. Komplett zoned out. Ich hätte wirklich schwören können, dass das da gerade stand. Ja, nix hier mit einfrieren oder so. Keine Reaktion für dich, Girl. Diona Girl. Ja gut, das reicht noch für die Spezialfähigkeit, dann ist Xingqiu wahrscheinlich tot. Ne, er überlebt tatsächlich nochmal. Na gut, eigentlich hätte ich wechseln und auf Yoimiya Elementarfähigkeit machen sollen. Habe ich die Vorhand? Ja. Gut,
Gut, dann probieren wir 4 Pyro-Dinger zu kriegen. Wobei brauchen wir gar nicht. Timmy und Paimon haben wir. Wir haben noch mal Timmy und Paimon auf der Hand. Und ich habe 2 Pyro-Würfel auf der Hand. Ja, moin. Also eigentlich sogar vollkommen egal, was wir würfeln. Genau, dann machen wir jetzt vermutlich einfach einen Standardangriff. Wow. Ich warte halt drauf, dass sie Xingqiu endlich tötet und sie tut's einfach nicht. OMG. Do it, woman! Jetzt kann ich jetzt seine Spezialfähigkeit nicht mehr einsetzen. Ja, doch, kann ich schon. Noch die beiden Würfel auf der Hand. Jetzt greift er dann plötzlich wieder an. Lächerlich. Na gut, Bennett ist tot. Der gute alte Benissimo. Oh, das macht 5. Damn. Kein schlechtes Duell, Miss Fischer. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Alright, das waren die Gastherausforderungen von dieser Woche. Und ich sage danke euch fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar, aber von euch freuen. Wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.